Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Businessfragen kompetent und verständlich beantwortet. Mein Name ist Daniel Neurauter und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Lagerumschlagshäufigkeit. Die Lagerumschlagshäufigkeit wird errechnet, indem der Wareneinsatz durch das Durchschnittslager, also durch die Summe aus Anfangs- und Endbestand dividiert durch 2 dividiert wird. Der sich daraus ergebende Wert besagt, wie häufig Waren im Laufe eines Geschäftsjahres verkauft werden, also wie häufig das Lager gedreht wird. Hier gilt grundsätzlich, je höher der errechnete Wert, umso häufiger werden die Waren verkauft, umso geringer ist die Kapitalbindung des Lagers und umso geringer ist die Gefahr des Verderbens oder der technischen Überholung von Waren. Ja, und somit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Wenn Ihnen unsere Videos gefallen, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch.